Der TCL QLED C735 ist gerade in den großen Größen ein sehr günstiger Fernseher, der trotzdem noch alle Gaming-Features liefert, die man sich so wünschen kann. Da bleibt also nur die Frage, wo man eventuell dann Abstriche machen muss. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de und wir haben den TCL C735 für euch getestet. Wir haben ja gesagt, dass wir auch noch mehr günstigere Fernseher testen wollen und gerade dieser TCL-Fernseher war für uns echt spannend. Sagt uns gerne in den Kommentaren, was ihr von den Mitteln haltet, wie TCL bei diesem QLED-TV Kosten gespart hat. Keine Angst, ihr erfahrt sie alle in diesem Video. Und wenn ihr dann schon unterhalb des Videos seid, zeigt uns gerne eure Unterstützung mit Abo, Glocke und Daumen nach oben. Wir haben hier den TCL C735 in 55 Zoll. Von 55 bis 75 Zoll hat der sogar 144 Hertz. In 85 und 98 sind es immer noch 120 Hertz. Und aus offensichtlichen Gründen eben kein mittiger Standfuß mehr. Zur Serie C73 gehören übrigens alle Vertriebsvarianten von C731 bis C739 und die haben höchstens marginale Unterschiede. Aufpassen muss man lediglich bei 43 und 50 Zoll. Die haben nämlich nur 60 Hertz und keine HDMI 2.1 Gaming Features wie die Variable Refresh Rate. Die kleinen Größen werden wir in diesem Video deshalb ausklammern. 65 und 75 Zoll haben die gleichen Spezifikationen wie dieser 55 Zoller und das meiste sollte auch noch für die ganz großen Größen 85 und auch 98 Zoll gelten. Der TCL C735 ist der günstigste 2022er QLED-Fernseher von TCL mit 120 bzw. eben 144 Hertz. Das Design der Front ist schlicht gehalten und verglichen mit anderen aktuellen TVs ist er mit ca. 8 cm schon ziemlich dick. Die Rückseite kann man als eher zweckdienlich beschreiben und die Verarbeitung ist für die Preisklasse durchaus gut. Wenn man es genau nimmt, hat der TCL C735 sogar vier verschiedene HDMI-Anschlüsse. Wobei eben einer der langsamen Ports als Enhanced Audio Return Channel dient, um zum Beispiel Dolby Atmos an eine Soundbar weiterzugeben. Sonst ist das meistens einer, der gleichzeitig fürs Gaming mit 120 Hertz gedacht ist. Neben den anderen typischen Anschlüssen findet man auch noch einen analogen AV-Eingang und einen Klinke-Kopfhöreranschluss. Mit Google TV als Betriebssystem liefert der TCL QLED eigentlich alles, was man von einem modernen Smart TV erwarten kann. Zwar ist die eine oder andere Übersetzung der Einstellungen alles andere als perfekt, vielleicht aber auch ein bisschen amüsant und es stehen sogar zwei verschiedene Fernbedienungen zur Auswahl. Wobei der Unterschied zwischen der smarten und der klassischen auch optisch etwas deutlicher sein könnte. Ja, es steht Onkyo auf dem Fernseher, aber allzu viel sollte man von den verbauten Lautsprechern dann auch nicht erwarten. Zwar kann der C735 Dolby Atmos auch über die verbauten Lautsprecher wiedergeben, viel Surround-Sound-Effekte hört man da allerdings nicht. Immerhin kann man je nach Geschmack zwischen verschiedenen Tonabstimmungen wählen. Also bis jetzt klingt das ja eigentlich alles echt nicht verkehrt. Wird also echt Zeit, dass wir uns der Bildqualität widmen. Der C735 hat ein VA-LCD-Panel, das man in der Form wirklich selten findet. Im Backlight kombiniert TCL nämlich blaues und rotes LED-Licht,
mit grün leuchtenden Quantum Dots. Und das macht den C735 dann zu einem QLED-TV. Deshalb hat auch nur der grüne Anteil hier im Spektrum die typische Kegelform der Quantum-Dot-Technik von QLED-Displays. Man kann zwar davon ausgehen, dass es nur eine Sorte von Quantum-Dots gibt, um Kosten zu sparen, aber die Bildqualität ist trotzdem ziemlich gut. Bei normalen SDR-Inhalten ist der Kontrast hoch und die Helligkeit in der Regel ausreichend. Außerdem kann der Fernseher den DCI-P3 Farbraum nicht nur zu 95% abdecken, sondern die Farbwiedergabe ist auch sehr exakt, sodass die Abweichungen eigentlich kaum jemanden auffallen sollte. Es gibt aber leider auch ein paar Schwächen. Sehr dunkle Details bereiten dem QLED Probleme und das Schwarz ist natürlich nicht ganz perfekt. Der Bildschirm spiegelt trotz seiner Mattierung und wenn es taghell ist, kann das auch nicht mehr überdeckt werden. Aus seitlichen Perspektiven nimmt der Kontrast sichtlich ab und die Farben verblassen etwas, bleiben aber zumindest natürlich. Auf dem Blatt unterstützt der TCL sogar HDR10 Plus und Dolby Vision IQ. Aber leider kommt der Fernseher hier dann doch schnell an seine Grenzen. Der Hauptgrund: es gibt kein Local Dimming Feature. Das heißt, die Hintergrundbeleuchtung ist immer überall gleich hell und kann nur als Ganzes gedimmt werden. Die Schwächen hiervon fallen dann auch wieder schnell auf. Einerseits gibt es mit einer Spitzenhelligkeit von knapp 400 Nits keine wirklich hellen Highlights und andererseits muss es dafür auch eine ziemlich helle Szene sein. Denn sind beispielsweise nur ein paar kleine Sterne auf ansonsten schwarzen Nachthimmel, wird das ganze Backlight gedimmt und die Sterne verblassen. Vereinfacht gesagt sehen Filme in High Dynamic Range auf dem TCL C735 gar nicht so viel kontrastreicher aus als in SDR, auch wenn die Farbraumabdeckung eigentlich groß genug wäre. Schnelle Bewegungen kann der 120 bzw. 144 Hz QLED wiederum ziemlich gut darstellen. Um Filmruckeln zu kompensieren, empfiehlt sich eine leichte Glättung, die man zum Glück in 10 Stufen dosieren kann, damit eben nicht zu viele störende Artefakte entstehen. Fürs Gaming gibt es zwei HDMI 2.1 Schnittstellen, damit du mit einer PlayStation 5 oder einer Xbox Series X oder eben auch einem Gaming-PC in 4K-Auflösung mit bis zu 144 Hz zocken kannst. Mit ca. 14 Millisekunden ist der Input-Lag wirklich verschwindend gering. Und solltest du mit Variable Refresh Rate zocken, wird der Input-Lag sogar noch geringer ausfallen. Du spielst also quasi in Echtzeit. Das Gaming-Bild ist im Spielemodus scharf, klar und detailreich, sodass der TV auch für knallharte Shooter gut geeignet ist. Und mit der TCL Game Bar kannst du auch noch schnell die wichtigsten Gaming-Optionen sehen und direkt anpassen. Ob der TCL QLED C735 die richtige Wahl für dich ist, kommt wirklich drauf an. Denn es ist einer der günstigsten Fernseher mit so beeindruckender Gaming-Performance. Dafür bleibt aber natürlich, was High Dynamic Range angeht, viel auf der Strecke. Somit kommt es natürlich immer auf die möglichen Alternativen an. Und da wird dann auch ganz schnell die gesuchte Größe relevant. Geht's nicht in erster Linie ums Gaming? Dann hat der LG OLED A2 wegen des OLED-Panels eine viel bessere Bildqualität in High Dynamic Range. Dafür aber eben nur 60 Hz. Will man einen sehr großen Fernseher, um oft gemeinsam mit Freunden zu zocken oder Fußball zu schauen, dann könnte der 86 Zoll UQ80 die bessere Option sein, weil der eben mit einem IPS-Panel ein besseres Bild für alle hat, die nicht genau mittig davor sitzen. Und grundsätzlich sollte man immer die Preise des Samsung QLED Q70B vergleichen. Auf dem Blatt mag der dem TCL sehr ähnlich sein, allerdings bekommt man für einen teils geringen Aufpreis bei Samsung eine bessere Bildqualität
besonders in High Dynamic Range, bessere interne Bildverarbeitung und auch ein etwas hochwertigeres Design. Die Links zu den aktuellen Angeboten des TCL C735 und natürlich auch der genannten Alternativen findet ihr, genau wie die detaillierten Testberichte, unten in der Videobeschreibung. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was ihr zu TCLs günstigem Gaming-TV und gerade dem verwendeten QLED-Panel sagt. Ich sag jetzt nur noch bis zum nächsten Livestream oder Video. Macht's gut. Ciao.